diesem Video wird meine Freundin Leni 100 Elfmeter gegen mich, Fabi, Fabiano schießen. Fabi, die schieße ich alle rein. Kein Problem für mich. Das glaubst aber auch nur du, Leni. Guck dir mal meinen Torwart an. Der ist 2 Meter groß und eine echte Maschine. Nee. Den mache ich ganz klein und zu einem Mini-Zwerg. Alter, Leni, das kannst du nicht machen. Guck dir den mal an. Das fühlt sich falsch an. Ich hätte gesagt, das übernimmt das Glücksrad, wie groß er ist. Let's go, Leni. Das Glücksrad dreht sich direkt. Jetzt wird's wichtig. Wie groß ist mein Torwart? Bitte komm. Oh mein... 1,76 noch. Komm, nein. Nein. 1,65. Ich bin ja wirklich ein Zwerg, bitte. Und jetzt wird's ernst. Es geht in die Trainingsarena zu Lenis ersten 10 Elfmeter. Genau, Fabi, denn ich darf mir insgesamt 10 Spiele aussuchen, mit denen ich dann immer 10 Elfmeter schießen muss. Und je mehr die liebe Leni davon trifft, desto schlechter für mich. Denn es gibt in diesem Video mehrere Bestrafungen, die immer böser werden. Und mit diesem Spieler will ich meine ersten 10 Elfmeter schießen. Fabi, wer glaubst du, ist das? Mein erster Tipp bei dir, ich glaube kein CR7, ich glaube du nimmst Kylian Mbappé. Nope, das ist falsch, es war Harry Kane, das heißt ich darf ihn nehmen, ansonsten hätte Fabi die Spieler austauschen dürfen. Okay Fabi, und bist du ready? Es geht schon los. Ja, bin ich ready, guck dich, oh mein Gott, wie klein bin ich denn bitte? Ich gehe beim ersten Mal nach wie soll ich da eine Chance haben, Digga? Geh jetzt mal unter den Tisch hier, nicht, dass du mir hier da, ja okay, die ersten 2 sind schon mal drin, Leni, yep. Aber, nein, das ist noch kein... Ich hab einen ersten, direkt in den ersten. Das ist stark. Was? Ich dachte, du hältst hier gar nichts. Was heißt hier, ich hab hier gar nichts? Ich hab auch den nächsten, du schießt doch in die Mitte. Oh, wieder nach links, immer. Zack, wohin? Oh, ja, okay. Da hast du gesehen, wo meiner hingetaucht ist? 4 von 5 für dich, liebe Leni. 4 von 5. Ja, jetzt in die Mitte ausgerechnet. Da, Kacke. Oh, der ist nicht perfekt getroffen. Nach links. Oh, ja, du schießt den selber unter das Dach hier noch. Let's go. Komm, Leni, wieder nach links. Da schießt... Das ist so bitter. Tempo, wenig Tempo. Oh, ich hab mich im letzten Moment... Das ist so bitter. Ja, so, komm, jetzt und den aber letzten Schnell bist du nochmal nach links. Das ist klar. Ja, aber guck mal, wo mein Spiel ist. Er ist so lost. Okay, Fabian, da warst du definitiv zu klein. Du bekommst nochmal eine Chance. Zack, nächster Spin. Ich darf vor jedem Spin neu drehen. 1,81, so groß wie ich im Real Life bin. Ja, trotzdem nicht riesig für den Keeper. Gut, Leni, hast du dir schon deinen zweiten Spiel überlegt? Ist er schon eingeblendet gerade? Er ist hier, Freunde. Seht ihr es? Hier, genau hier. Ich glaube, du nimmst Cristiano Ronaldo. Nope. Du hast noch eine Chance. Hä? Warum gibst du mir jetzt noch eine Chance? Ich meine, okay, ich nehme es natürlich an und sag Erling Haaland. Was, Haaland? Also das mit der zweiten Chance. Was, Haaland? Das nehme ich. Der zählt. Selber schuld hier. Und Freunde, ich habe schon den perfekten Kandidaten für Dennis gefunden. Dennis Egel, 48er für Rating. Für Dennis gefunden? Für Leni gefunden, Dennis E. Ja, ich heiße nicht Dennis, ich heiße tatsächlich Leni. Ach so. Und das gefällt mir schon mal besser, das wird ganz, ganz knifflig für dich. Okay. Wie schnell? Das waren ja komplett die komischen Geräusche, die du da gemacht hast. Hoppala, aus dem Stadion raus. Wie schnell dreht sich das Ding denn auch? Ja, sehr. 1 von 2 bislang. So. Leni, du musst die perfekt treffen mit dem Kollegen. Das habe ich schon im Gespür. Oh, was? Ich habe das perfekt getroffen. Nein, nicht perfekt genug. So, jetzt schießt in die Mitte. Nee, rechts. Mann. Und Leni schießt einmal nach links. Das weiß. Oh, drüber. 2 von 5, Come Leni. On, bitte. Komm, in die Mitte rein, in links. So. Ich habe nach rechts gedrückt. Ich guck nicht. Ich guck nach rechts. Ich hab... Nee, okay, er geht an die Latte. War er drin? Nee. Das gibt's doch nicht hier. Ich gehe nach links in die Ecke. Latte! Nee, nicht rein. Was ist mit diesem Typ? Ich treffe doch bei dem kleinsten grünen Kreis. Du bist jetzt bei... Oh, der ist an der Latte. Du Drecks. Aber Latten schießen kannst du super. Komm nur, sagt mein Torwart. Zack, komm nur, ich gehe nach links. Ja. Den muss er haben. Und du drehst erstmal wieder deine Torwartsgröße. Und komm, ich hab einen Riesen. Ich spür's. Nee. Komm, geh 1,98. Oh, come on. Es nimmt mich hops, 1,63. Aber dann errate ich auch gleich wieder deinen Spieler, Leni. Er ist eingeblendet. Du hast dir schon einen ausgesucht, hoffe ich. 3, 2, 1. Lionel Messi. Nee, das ist Erling Haaland. Nochmal, das ist... Ah, da hätte ich draufkommen müssen. Ja, klar. Rein geht's in die gute Stube. Ich hab schon wieder so einen kompletten Zwerg am Start. Oh, ja, wäre richtig dort gewesen. Nochmal nach links vielleicht. Der war schlecht, aber den hätte er nicht gehalten. Und hier, zack. Oh ja, die sind unhaltbar mit Erling. Mitte. Oh, nee. Okay. 5 von 5. Nee, nix da. 4 von 5. Ich hab ihn. Sag nochmal nach rechts. Ja. Und jetzt nochmal schön nach links. Da schießt du wirklich nach links. Ich hab ihn.
Das war der beste Save bislang. 5 von 7. Nach rechts diesmal wieder, ha? Na, no, Mitte. So, jetzt aber. Du schießt nochmal. Nee. Okay, der letzte Schuss. Letzter Schuss, komm. Haaland, Haaland, Haaland. Oh ja, da hast du mich. 8 von 10. Das war in Ordnung. Damit hat Leni nach den ersten 3 Spielern 22 von 30 Elfern getroffen, aber mein nächster Torwart will das zu verhindern wissen. Oh, das 87 und Leni, er hätte fast 1,99 groß sein können. Okay, und ich habe schon meinen nächsten Spieler. Hier ist er für euch. Fabi muss ihn erraten. Robert Lewandowski. Nee, Kylian Mbappé. Oh, Mist. Rein geht's in die Villefort. Mbappé ist ein guter Schütze. Ja. Und so geht's auch weiter, das sag ich dir. Nee, nix, da du schießt doch nach... Ich wollte nach rechts schießen. Ich weiß nicht, warum er es eigentlich nie macht. Also das ist wirklich komisch. Einmal links, einmal Mitte, dann einmal rechts. Ja. Jetzt aber perfekt. Dress, komm nur her zu mir. Komm nur her zu... Ja, die sind gut. Das ist bitter. Ich habe einen 1,87er Torwart. Ui. Wie kann er den nicht haben? Komm, come on. Dieses Mal. Nach links, nach links. Oh mein Gott, das ist mit war meinem close. Torwart. Weiter geht's. Und nochmal nach... Komm, nach links. Links. Das gibt's nicht. Was macht der Torwart hier? 7 von 7. Ich habe brutale Wut einfach. Zack. Ja. 8 von 8. Wird das die perfekte Serie mit Kylian Mbappé? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich wollte schon wieder nach rechts. So schlecht. Der letzte und der alles entscheidende. Mit einem Lupfer vielleicht in die Mitte. Nein. Okay. 10 von 10. Und damit rückt die erste Bestrafung für dich, Fabi, schon mal deutlich näher. Ja. Das ist richtig fantastisch. Hoffentlich nimmt mich das Glücksrad dafür nicht hops. Und ich sehe schon, 1,94 Meter. Jetzt muss ich einen haben. Und ich habe dich auch schon studiert, Leni. Ich weiß genau, welchen Spieler du jetzt auswählen wirst. Ich bin mir zu 100% sicher. Ihr wisst es schon, Freunde. Dass du dich für Jude Bellingham entschieden hast. Nope. Es ist CR7 dieses Mal. Ah, den hatte ich gar nicht mehr am Zettel. Und da stehen sich zwei Giganten gegenüber. Neue Runde, neues Glück. Ronaldo. Und für mich läuft schon mal gut. Das war jetzt einfach mindestens der 11. Elfer in Serie, den du getroffen hast. Es geht weiter. Der nächste. Oh, da dreht sich der Kreis auch so verdammt der Akt langsam. Jetzt nach rechts, komm! Hui. Warum ist mein Torwart so ein Dulli? Oh nee! Ja, der ist schlecht. Komm, komm! Pfosten, der war sogar noch knapp. Oh, endlich mal wieder einer verschossen. Mein Torwart sagt, komm nur, ja, aber komm nur nach weil rechts. Ich mich verdrückt habe, nicht weil du gut warst. Dummi, mein Lupfer. Lupf doch mal ein. Komm, den nächsten hab ich. Den nächsten hab ich. Junge, 5 von 6. Ja, ich wollte stehen bleiben fast schon. Und ich wollte nach rechts. 6 von 7. Jetzt nochmal nach rechts. Komm, jetzt ist. 8 von 9. Zack, den letzten muss ich haben. Ja, hab ich natürlich. Also ich freue mich. Die Hälfte aller Elfer ist damit durch. Ich muss wieder hoffen, dass ich einen guten Torwart bekomme. Aber 1,64. Leni, da bin ich besser als mit einem 1,97er. Mit dem fange ich auch mal den Ball. Was glaubst du, wer ist es? Ich hätte jetzt ehrlicherweise irgendwie so zum Neymar oder so tendiert. Oder wer ist denn noch gut in Elfmeter? Vielleicht so ein Giroud? Aber wenn du jetzt... Nee, du hast jetzt gerade... Ich habe so ein Gefühl. Du hast jetzt gerade... Hier mal Logic. Du hast jetzt gerade Cristiano Ronaldo genommen. Dann wäre jetzt natürlich der obvious Pick, den ich nicht nehmen würde, Lionel Messi. Ja, das wäre zu obvious. Ich nehme es trotzdem. Lionel Messi. Lionel Messi. Ist es Lionel Messi? Ist es Lionel Messi? Ich kenne dich doch. Mensch! Und ihr wisst, was das heißt, Freunde. Fabi darf sich einen Spieler für mich aussuchen. Und das kann nichts Gutes bedeuten. Fabi, wen nimmst du? Der Kollege Van der Sloot hier, der hat nur 38. Ja, das passt. Hui, das ist schon wieder ziemlich... Oh mein Gott, aber das gut getroffen. Das ist ein Gigantenduell. Zack, nach Der macht den ersten. Ah, das, so hast du vorhin auch gestartet. Einziger Nachteil, mein Torwart ist halt wirklich ein kleines Zwergilein. Den hättest du haben können, ne? Da wäre er nicht mal nach oben gekommen hier. Aber ich treffe hier sehr gut bisher. Nee, komm, in die Mitte einmal. In die Mitte, ja! Kleine unfaire Maus hier. Zack, ich hab den nächsten. Schön übergegriffen. 2 von 4. Aber spätestens jetzt hast du doch Druck. Du schießt nochmal in die Ecke. Ah, du schießt in die andere. Komm, Mitte, Mitte, Mitte! Ja, du kleinen... Guck so, mal, wie confident mein Torwart ist, weil er weiß, dass du den an den Posten knüppelst. Nicht so feste, einfach mal in die... Okay, ja, der ist gut. Knüppelst du nach rechts? Komm, ja, mach ich auch. Du. Jetzt hole ich nochmal auf. Den letzten noch. Nee. Oh, ja, okay, der ist gut. 6 von 10, gar nicht so schlecht. So schlecht, ja. Und bisher habe ich 47 Elfmeter getroffen von 60. Fabi, was sagst du zu dieser Bilanz? Das muss noch schlechter werden. Ich freue mich jetzt erstmal auf den nächsten Spin am Glücksrad. Oh, du 74. Okay, und ich habe einen Spieler in meinem Kopf. Wen hast du in deinem Kopf? Das ist jetzt die Frage. Musiala. Robert Lewandowski.
Ah, schade. Nee. Langer Anlauf von Lewandowski. Nee, du schießt den ersten immer nach links. Oh, Latte und rein, Digga. Komm nur, nach rechts, nach rechts. Wie frech war der bitte? Jetzt kommt ein Lüpperchen. Jetzt kommt... Ja, okay. Irgendwie doch nicht mehr an. Mit Lewandowski verschießt man halt auch nicht, ne? Ja, das ist knifflig. Dann nochmal in der letzten Sekunde umentscheiden. 4 von 5. Ich muss einen haben. Ich muss einen haben. Ich hab einen. Und ich glaube, du machst das nochmal. Oh mein Gott, wie? Come on. So, jetzt aber. Puh, komm, mit Volldampf. Und ich glaube, du machst es nochmal. Nee. 2 noch, Fabi. Für Lewandowski nach links. Nach rechts. Bin immer im falschen Eck hier. Und der letzte hier, 2 habe ich hergegeben. Aber den letzten. Nochmal in die Mitte? Nochmal in die Mitte, oder was? Nochmal in die Mitte! Warum springe ich im letzten Moment? Du hattest den Controller sogar schon aus der Hand gelegt. Ab geht's in Runde 8, Leni. Ich brauche das jetzt unbedingt. Ich darf. Oh mein Gott. 1,99. Riese. Neymar. Nochmal. Jude Bellingham. Ja gut, der kann nicht gut Elfer schießen, das ist mir wurscht. Let's go, Fabi. Jude Bellingham zwirbelt jetzt den ersten rein. Gegen den 1,99er, der muss jetzt einhalten. Der muss hier alle halten eigentlich. Oh mein Gott. Jawohl, da ist er. Guck mal, meiner ist fast so groß wie das Tor. Das ist einfach eine Flugshow. Oh mein Gott. Und springt trotzdem. Jetzt macht er Pantomime im Tor. Was ist denn das hier? Zack, nochmal nach links. Ah, Mitte ist natürlich fies. Nochmal diesmal nach rechts. Oh mein Gott, was du warst fast dran. Also EA bei Elfern, das habt ihr echt dieses Jahr... Das ist... Nein. Komm. Fabi, du musst zack, jetzt mal eine... Mitte, nee. 6 von 7 Elfer, komm, zack, doch! Du kommst nie ran, du Dulli! Was muss ich tun, damit ich einen Elfer habe? Was muss ich tun? Das muss ich tun! Du schießt den doch in die Mitte. Du schießt den doch in die Mitte. Du schießt den doch in die Mitte. Und weißt du was, Fabi? Ich biete dir den Deal an. Damit du eine Chance im Tor hast, darfst du dir den 1,99er Torwart gerne behalten. Okay, aber unter einer Bedingung, du darfst dir auch zweimal deine Wunschspieler aussuchen. So machen wir es. Und als nächstes geht's rein. Mit Messi, denn den hatte ich noch nicht. Ah, true. Bist du bereit, Fabi? Ich bin bereit. Bist du bereit? Linksfuß gegen den Riesen. Der Riese zieht mein den ersten. Gott. Zweiter. Du schießt doch nochmal dahin. Nein, du änderst sofort. Zack, nächster. Zack. Will ich heute nicht. Ich stelle mich jetzt mal hier ins linke Eck rein. Okay. Wie das einfach witzig aussieht. Messi so mini und der Torwart so riesig. Messi, immer nach rechts. Aber jetzt habe ich's raus, Leni. Jetzt habe ich's raus, wohin du schießt. Okay. Wieder nach rechts. Zack, nächster. Ja, okay. Aber ich weiß halt, wenn ich mich jetzt zum ersten Mal nach rechts schmeiß, dann schießt du nicht nach rechts. Zack! Okay, und ich hab ihn trotzdem nicht. Komm, du machst es nochmal. Ich spür's. Ich spür's. Jetzt hab ich ihn. Komm. Come on. Der und letzte. Den letzten. Zack. Wohin geht's nochmal? Ich tipp nochmal nach rechts. 8 von 10. Ja, es war stark. Damit stehst du nach 90 Elfern bei 70 Treffern, Leni. Wer ist dein Mann für die letzten 10? Antoine Griezmann. Okay. Es geht hier nochmal um alles und du fängst wieder an nach links. Sehr stark. Ich will das nicht kommentieren, ich will Elfer halten. Gott, 2 von 2. Einmal links, einmal rechts, einmal Mitte. Nochmal rechts. Und Griezmann ist halt schon wieder Linksfuß, da könntest du wieder jedes Mal dahin schießen. Nein, okay. 4 von 4. Ich darf keine 10 von 10 hier zulassen. Ich darf es nicht zulassen. 5 von 5. Schieß hier nach rechts. Was ist hier los? Ja, Scheiben. 6 von 6, Fabi, so. Jetzt schieße ich in die Mitte. Fabi, in die Mitte schießen. Es geht in die heiße Phase. Du schießt wirklich in die Mitte. Was sagst denn du da? Ich vertraue da natürlich drauf. Jetzt aber nicht mehr. Links, links. Yep. 2 noch. Ich will mir noch einen ziehen. Den schießt du mit ganz wenig Tempo nach rechts. Ja, da komme ich nicht hin. Der letzte und perfekt getroffen. Ich lege den Controller. Nach rechts, nach rechts. 9 von 10 zum Schluss nochmal. Damit ist mir aufgefallen, dass ich mich während des Videos ein paar Mal verzählt habe, weil ich einfach lost bin. Aber Leni hat am Ende 78 von 100 Elfern gegen mich getroffen. Damit ist Fabi der ersten Bestrafung, nämlich etwas Zitronensaft, entgangen. Und muss jetzt als nächstes Chili-Gewürzöl sich einverleiben. Fabi, so einen ordentlichen Teelöffel. Ja, das ist natürlich prima. Ich habe noch nicht gefrühstückt, dann passt das jetzt doch perfekt. Chili-Gewürzöl. Lecker! Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann bin ich hier sicher. Mir doch auch das hier gefallen, also hier klicken und wir sehen uns gleich dort wieder. Bis gleich. Schmeckt's?